zwei sendungsbewussten Männern zu behaupten, bevor wir sie jetzt hier aber zur Annalena Baerbock von Pro7 verklären. Ihr Leben ist kein Triell, dafür sehr spannend und erkenntnisreich. Umso schöner, dass wir heute hier darüber reden können. Und natürlich auch über die Liebe, die möglichen Folgen und was hinter ihrem Projekt keine Liebe? Zwei Männer What? Steckt. Ja, Liebe ist ja, wir haben alle hier reichlich Liebe. Liebe ist überall, das ist vollkommen richtig, ja. Viel Liebe für Janine Michaelsen. Vielen Dank. Das letzte Mal, als du bei uns hier zu Gast warst, da warst du ja unter anderem auch wegen des Projektes Männerwelten hier. Also, da wurde sehr deutlich aufgezeigt, was Frauen sich in einer von Männern dominierten, Klammer auf, Geschäftsklammer zu, Welt alles gefallen lassen müssen, auch häufig unterhalb der Gürtellinie. Dieses Projekt, diese Sendung hat jetzt den Grimme-Preis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Mal klatschen. Was hat sich seitdem verändert? Also nicht seit dem Grimme-Preis, aber seitdem das Ganze ausgestrahlt worden ist. Also es wäre ein bisschen vermessen zu sagen, wenig. Natürlich verändert sich immer etwas, wenn Menschen in Kommunikation und in Austausch treten. Und das ist definitiv passiert. Menschen haben darüber gesprochen. Männer haben angefangen, darüber zu sprechen. Das haben sie bestimmt auch vorher schon getan. Mir wurde es bewusster. Ich hatte das Gefühl, es gab mehr verstehen wollen, auch vielleicht vielleicht auch so den ersten Ansatz, wie kann ich alliierter sein als Mann. Heute sehen wir, dass wir vielleicht einen etwas transparenteren Umgang mit sexueller Gewalt, sexuellen Übergriffen haben. Wir sehen aber auch, dass es extrem darauf ankommt, ob das ein Held oder ein Schurke ist, den wir da eventuell stolpern und fallen sehen. Es gab jetzt in der letzten Zeit diverse prominente Männer, die sowohl beschuldigt und freigesprochen, als auch beschuldigt und verurteilt worden sind, als auch, wo es einfach Beschuldigungen gibt, wo es auch Recherchen gibt, wo es auch Aussagen gibt. Und wir sehen, wie unterschiedlich die Gesellschaft damit umgeht, je nachdem, ob das jemand ist, wo wir denken, keine Ahnung, das ist ein Rapper, Rapper sind eh böse, böse Männer sind im Zweifel immer eher mal Täter als vielleicht jemand, den wir uns auch als einen guten Schwiegersohn vorstellen können oder der ein Nationalspieler ist und den wir bewundern, weil er für dieses Land Großartiges getan hat oder weil er uns zum Lachen gebracht hat. Und ich glaube, das Positive auch aus Männerwelten mitnehmend heute auf die Situation blickend ist, dass es gibt eine andere Stärke in vor allen Dingen Frauen und Betroffenen, trotz der Widerstände und trotz dem, was ihnen an immer noch unglaublich viel Hass entgegenschlägt und trotz der Idee, wie man ein gutes Opfer sein muss und eine gute Betroffene, wie sehr muss man leiden, wie laut darf man leiden, bei wem nicht. Trotzdem finden immer mehr Frauen den Mut, sich A, zu solidarisieren, B, rauszugehen und sich Alliierte zu suchen und sich nicht stumm machen zu lassen von Systemen. In den verschiedensten Branchen gibt es diese Systeme, wir haben vom kleinen Dorf im Patriarchat bis in die große, weite Welt, in denen es einfach manchmal nicht so schön ist, die böse Geschichte zu hören. Und ich glaube, peu à peu kommen diese Frauen zusammen und so ganz langsam, heute war ein schöner Moment, ich habe heute den Podcast unseres Kollegen Klaas Pfeiffer-Umlauf zusammen mit seinen beiden Kollegen Thomas Schmidt und Jakob Lund gehört und Klaas hat sehr selbstreflektiert darüber gesprochen, dass Männer sich in den Situationen, in denen es offen um Beschuldigungen oder vielleicht auch um die Diskussion eines Verhaltens prominenter Männer geht, Männer sich oft gerne zurücknehmen, weil sie denken, wenn sie sich grundsätzlich positioniert haben, dann ist es vielleicht auch gar nicht ihr Recht, teilzunehmen an einer Diskussion oder da irgendwie großartig Position zu beziehen. Und ich glaube, also wenn ich etwas habe aus Männerwelten, mit dem ich heute hier sitze, ist, dass jeder Mann, der sich solidarisieren kann und der diese Situation erkennen kann und benennen kann und bei sich selber und auch in seinem Umfeld guckt, bereit ist, Menschen um sich herum vielleicht aus gar nicht bös gemeintem Fehlverhalten hinzuweisen, ist ein großer Gewinn für die Bewegung. Und die Sicherheit einer jeden Frau kann einen Mann unterstützen. Dieses Feminismus und dieses Gleichberechtigung soll niemals eine Bedrohung sein. Es geht nie um eine Macht
Verhältnistausch. Es geht nie darum, dass die Frauen jetzt die Starken sein und die Männer sollen jetzt schwach sein, sondern es geht darum, dass wir einfach alle miteinander teilen. Und dadurch, dass Männer immer noch numerisch in der Überzahl in wichtigen Positionen sind, wenn es darum geht, Gesetze zu erlassen, Dinge zu diskutieren, Beschlüsse zu, Sachen zu besetzen, Stellen zu besetzen, brauchen wir euch Männer. Wir brauchen euch Männer als unsere solidarischen Partner, die mit uns gemeinsam einfach gucken, an welchen Stellen wird Minderheiten, egal ob es geschlechtlich oder in irgendeiner Form ist, Unrecht getan. Und jeder, der den Mund aufmacht und sich an Diskussionen beteiligt und offen ist und vielleicht die Hand reicht, ist ein Gewinn. Wo Männer übrigens, zumindest was den Titel angeht, erstmal nicht gebraucht werden. Das ist dein Podcast, du hast es gerade kurz angerissen. Keine zwei Männer zusammen. Unser, ich möchte gerne sagen, unser Podcast. Ja, der zusammen mit Mariella Trippke, liebe Grüße an dieser Stelle. Jetzt musst du den nicht ganz so Podcast-erfahrenen Menschen, die es ja immer noch gibt, mal erklären, wie es überhaupt zu diesem Titel gekommen ist. Also das Schöne ist ja, dass das war uns, glaube ich, haben wir nicht eine Sekunde daran gedacht, dass etwas sein könnte, was verstanden werden könnte als etwas, was gegen Männer geht. Ganz im Gegenteil. Ich weiß, wir beide, wir mögen Männer, wir schätzen Männer. Eine von uns beiden ist mit einem verheiratet. Mein eigener Vater ist ein Mann. Es ist wirklich erstaunlich, aber in unserem Umfeld gibt es viele tolle Männer. Nein, Spaß beiseite. Eigentlich geht es ja bei Titeln immer darum, wie schaffst du es, sehr prägnant und knapp darüber zu sprechen, was du bist oder was du machst. Und es ist super schwer zu sagen, wer man ist, aber es ist sehr leicht zu sagen, wer man nicht ist. Denn wir sind einfach keine Männer. Was auch immer das bedeuten kann, findet man dann raus, wenn man sich anhört, worüber wir uns unterhalten. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass die Podcast-Szene sehr männerdominiert ist. Also das meistens stimmt, ja. Sind die sogenannten Laber-Podcasts besetzt von zwei oder drei Männern sogar, die dann sich gegenseitig ihre Heldentaten erzählen. Von daher ist das vielleicht schon mal ein Titel, der auch Leute anlockt, wenn da keine zwei Männer sich unterhalten. Nun ist die erste Folge mit einem Thema besetzt, das jetzt nicht zwingend das Lustigste der Welt ist. Kein Reinschmeißer. Nein, es ist kein Reinschmeißer. Es ist nicht so, dass man sagt, kommen Sie mal rein, schauen Sie rein. Es ist das Thema Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Und da wird es mitunter sehr, sehr persönlich. Wir haben, also kurz zum Hintergrund, meine Kollegin und Freundin Mariella Trippke, wir sind seit einer ganzen Weile befreundet und unterhalten uns auch privat sehr gerne über Quatsch und, wie ich auch finde, Sinnvolles. Und es war nun so, dass vor kurzem, am 28.09. war wieder Safe Abortion Day. Es geht immer noch um die Abschaffung oder um die Streichung, die ersatzlose Streichung der Schwangerschaftskriminalisierungsartikel aus dem Grundgesetz. Denn Schwangerschaftsabbrüche stehen im Strafgesetzbuch genau da, wo übrigens auch Mord steht und Totschlag und all die anderen wirklich schlimmen Verbrechen, die man an der Menschheit oder an Menschen begehen kann. Und da eben findet sich auch der Schwangerschaftsabbruch nach wie vor. Unter bestimmten Voraussetzungen straffrei. Da gibt es natürlich verschiedene Klauseln, aber das war quasi Anlass. Also wir haben uns über dieses Thema unterhalten und haben gedacht, und zwar auch ohne uns zu überlegen, machen wir da jetzt einen regelmäßigen Podcast raus oder was auch immer. Wir glauben, dass es wichtig ist, erstens einmal ganz nüchtern darzulegen, wie sind die Fakten, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Es gab diesen Aufreger in Texas vorher wegen dieses unfassbaren Gesetzes, das erlassen wurde, dass also quasi dagegen ist hier in Deutschland wirklich Abortion-Free-Party-Land, weil da ist es sowas von dermaßen radikal zusammengestrichen worden, dass wir das als Aufhänger benutzt haben, um auf die Situation in Deutschland hinzuweisen, die im ersten Moment vergleichsweise liberal klingt, wenn man in andere Länder guckt, und gleichzeitig um auf die große Thematik der Fremdbestimmung, again, der weibliche Körper wird zum und der weibliche Reproduktionsapparat wird zum öffentlichen Gut, denn es wird darüber entschieden, wann darf Frau und wann darf Frau nicht, und es wird damit in ein Recht eingegriffen, es gibt kein Äquivalent dazu, also kein Mensch ohne Uterus erfährt diese Beschneidung, wie sie jemand erfährt, der ungewollt schwanger ist. Ich war da auch total baff, als ich damals recherchiert habe über die 1938, habe ich natürlich auch recherchiert über heute, und ich war Da hat sich nicht viel getan. Da hat sich nicht so wahnsinnig viel getan, tatsächlich. Also, aber man redet irgendwie nicht drüber, also viel zu wenig. Es ist ja auch ein wahnsinnig großes Tabuthema. Du hast gerade drüber gesprochen. Ich habe lange drüber nachgedacht. Ich hatte selber eine Abtreibung, als ich 18 Jahre alt war, 18 oder 19. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war 18. Vielleicht war ich auch 19. Zahlen sind nicht so mein Ding. Auf jeden Fall war ich damals sehr jung. Aber in der Situation, in der ich mich damals befunden habe und auch der Prozess, wie er vor sich gegangen ist, der unterscheidet sich nicht von dem, was ich an Schilderungen von heute kenne. Und das ist ja schon, also du bist blutjung, das wissen wir alle, aber trotzdem super jung, ist es aber schon, doch schon ein, sehr alt. Tage her. Ja. Ich habe lange überlegt, ob ich das erzähle, weil ich per se nicht so der große Fan davon bin, irgendwie mein privates
privates Leben ist meine Entscheidung, mein privates Leben meistens für mich zu behalten. Ich bin jemand, der ist in der Unterhaltungsbranche. Ich verdiene mein Geld damit, Menschen zu dominieren. Du hast halt eben auch Reichweite. Aber, genau, aber ich wollte an dieser Stelle eben genau dem, was du sagst, ja, man redet dann mal drüber. Dann kommt dieser Aktionstag, dann geht es wieder darum, oh, Werbung für Abtreibung und ja oder nein. Wir wollten dem Ganzen ein Gesicht geben. Es ist nicht irgendeine Frau und sie sind nicht immer alle, Einzelfälle und irgendwo, sondern ich bin mir ziemlich sicher, ich bin nicht die einzige Frau in diesem Raum, die einen Schwangerschaftsabbruch hinter sich hat. Und vielleicht gibt es Menschen, die sitzen hier in dem Raum, die haben 2 oder 3 Schwangerschaftsabbrüche. Und sofort geht im Kopf ein Stigma an und eine Bewertung. Und das ist mir selbst auch passiert. Ich habe damals mit niemandem darüber gesprochen, weil ich mich Unterstützung her? Geschämt habe. Gab es die? Gar nicht. Also ich habe mich dazu entschieden, das nicht zu kommunizieren, außer kurz danach einem sehr engen Freund. Aber ich habe mit meiner damaligen Frauenärztin, die ganz toll war, eine Handlungsempfehlung oder beziehungsweise was mir wurde gesagt, was ich machen kann, wo ich hingehen kann. Und von da an ging der Ritt nach unten los bei einer katholischen Beratungsstelle, die dir erstmal erklärt, was du für ein Mensch bist, wenn du jetzt dein Leben tötest. Ja. Und dann zu einer Da musst du dann aber Abtreibung, ne? Da musst du hin, ja, denn du musst ja als Frau die Erlaubnis holen. Aber nicht zur katholischen. Du musst nicht zur katholischen, aber je nachdem, wo du lebst, hast du vielleicht einfach keine Chance, wenn es überhaupt eine Beratungsstelle in deiner Nähe gibt. Meine Mutter hat 20 Jahre den Paragraph 218 bei Pro Familia gearbeitet und das gemacht. Okay. Das heißt, ich kenne das in meinem ganzen Freundeskreis, das ist ein schwieriges Thema. Genau, und inwiefern hat sich die Situation von damals verbessert? Ein bisschen. Man denkt das vielleicht, es gibt eine größere Akzeptanz. Nichtsdestotrotz es gibt immer ein bisschen die Frage, was hat sie falsch gemacht, dass sie in diese Situation kommt? Was hat sie getan, dass sie da landet? Was sagt das auch über jemanden aus, wenn, und das ist ja immer das Schöne, das ist die schöne Erzählung, die hat sich schwängern lassen. Ja. Die hat sich was auch immer lassen. Es ist immer so schön passiv. Aber in dem Moment, wo was passiert, ist man ganz aktiv schuld. Und es gibt keine Verpflichtung von der Co-Parenting-Seite, ja, sich da in irgendeiner Form zu involvieren. Natürlich gleichzeitig sollte die Frau das Recht haben oder der Mensch mit Uterus, der dieses Kind oder diesen Embryo in dem Fall in sich trägt, das Recht haben, auf seinem eigenen Leben basierend zu entscheiden, ob das eine Entscheidung für oder gegen die Geburt eines Lebewesens ist. Gleichzeitig glaube ich, das Stigma ist immer noch da. Wir haben immer noch eine Schwierigkeit, darüber zu reden. Und ich habe, nachdem wir diesen Podcast rausgebracht haben und ich Angst gehabt, was passiert, diese Schlagzeile gelesen, sie war jung und verzweifelt. Und ich fand es so schrecklich, weil ich dachte, ja, das stimmt in meinem Fall. Aber es gibt Frauen, die sind mittelalt, alt, nicht verzweifelt, aber einfach nicht in der Situation. Und die Stigmatisierung von Frauen in dieser Situation muss so dringend aufhören. Und da gehört die Gesetzesvorlage als allererstes dazu. Umso besser, dass ihr in eurem Podcast darüber redet. Und bitte, bitte auch weitermachen. Also, vielen Dank. Gebe ich weiter.